Servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Terranos und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Power World bzw. angezockt Power World, wie auch immer, nennt es, wie ihr es mögt. Ja, wir sind hier am Stissel in Power World und wir haben hier jetzt nach wie vor den Auftrag, unsere Base aufzubauen bzw. auch mal ein bisschen hier Leben in die Bude reinzukriegen, weil wir haben jetzt hier gefühlt noch gar keine Pals, also hier ist nichts. Den ersten Schritt, den wir deswegen vollziehen werden, ist, dass wir uns einen Bärengarten bauen. Zack, Abfahrt. Eine Viehfarm auch auf jeden Fall freischalten, so oder so. Statue der Kraft, weiß ich gar nicht, ob wir das brauchen. Wir müssen auch mal kurz gucken, was wir als nächstes fürs Lager brauchen. Bärengarten und setze ein paar zum Arbeiten ins Lager ein. Und dann würde ich mal sagen, wir gehen auf Nahrung und platzieren den Bärengarten. Oh. Scheiße, da kommen Wilderer. So, Kativa. Na, sehr gut. Und wir haben so einen Wilderer jetzt gefangen. Was kann man denn jetzt mit dem machen? Wo haben wir den denn jetzt? Den können wir übrigens auch schon hier reinmachen. Ah, hier ist der Wilderer. Was macht der denn? Kann man tatsächlich fangen, ist ja geil. Und der Kollege liegt hier. So, aber was ich jetzt machen wollte, wir wollten einen Bärengarten bauen. Sorry Leute, ich lasse mich hier immer so relativ leicht ablenken. Einen Bärengarten und dazu, wir gucken nochmal ganz kurz was. Grafik. Grafik. Ja, passt. So, ein Bärengarten. Ist halt die Frage, machen wir den hier hin? Ich würde halt sagen, wir machen den... Dann komm mal helfen hier. Von da hinten baut der. Safe nicht. Ist aber bestimmt safe ein Fehler. Oh no. Ah, wir haben eine Sphäre geworfen. Scheiße. Ja, da, manchmal bin ich noch ein bisschen lost da, was das angeht. So, aber Power Box Management. Wir machen hier den Gumos rein und den Pengule. Ich würde aber, wenn ich ihr wäre... Ah, okay. Der sieht gerade schon aus. Sehr schön. Perfekt, dann gehe ich mal pennen. Hallo. Ich gehe mal schlafen und dann sehen wir uns am nächsten Tag wieder. Auf ganz entspannt. Ah, wir haben ein Bett zu wenig. Wir müssen noch ein paar Strohbett hier bauen. So, zack. Let's go. So, dann haben wir ein Strohbett weniger und dann können wir, glaube ich, Lagerverbesserung. Nächste Stufe. Oh, Pal Ausrüstung, vielleicht baue ich Statue der Kraft. Brauchen wir also auch. Pal. Also, die müssen wir erst freischalten, ne? Die Pal Ausrüstungswerkbank, die haben wir hier.
Hast nicht genügend Material? Ah, okay. Dafür haben wir nicht genügend Material. So, Pengole bewässert hier, sehr schön. Das gefällt mir. Und dann würde ich halt sagen, dass wir jetzt eigentlich im besten Fall mal auf Tour gehen. Komm, wir können doch 10 Palsphären bauen. Die sollten wir dann auch mal machen. Um halt hier auch Pals zu fangen, ne? Das ist halt auch wichtig, damit wir halt einfach overall halt viel fangen, viel im Team bekommen. So, Dankeschön. Und dann würde ich sagen, was kann man denn hier noch? Produktion. Bla 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 bla. So, wir haben unseren Bogen. Hier wächst es, okay. Sehr gut. Humos kann halt nichts anderes machen. Außer das halt. So, und die Frage ist jetzt halt auch, was machen wir mit unseren Statuswerten? Was machen wir mit unseren Statuswerten? Wir können Lebenskraft nehmen, wir können Ausdauer. Guck mal kurz, vielleicht findet man dazu irgendwas im Internet. Schauen wir mal ganz kurz. Wenn du gerade erst beginnst, sollten HP, Ausdauer und Gewicht deine primären Statuswerte sein, die du zuerst verbessern solltest. Ein Gesundheitsbonus macht einen großen Unterschied beim Überleben von feindlichen Parts. Erhöhte Ausdauer ermöglicht es dir beim Erkunden und Sammeln länger rennen, klettern zu können. Zusätzliches Gewicht ermöglicht es mehr Abnehmen. Diese drei Statuswerte bieten dir greifbares Verbesserung, um die Erkundung, um das Sammeln von Essentials zum Fertigen deines Standpunkts unterstützen. Obwohl nicht so wichtig am Anfang, kann es sich lohnen, einige Punkte in Angriff zu investieren, um stärkere Kreaturen leichter zu besiegen. Aber konzentriere dich zuerst darauf, starke Waffen zu finden oder zu bauen. Lasse Verteidigung und Arztgeschwindigkeit für später. Rüstungen und Schilde steigern die Verbesserung mehr als Punkte. Dort schnellere Handwerksgeschwindigkeiten werden erst bei komplexen, groß angelegten Bauprojekten bemerkbar. Gibt es in Powerbot eine Respec-Option? Die Zuteilung von Statuspunkten scheint in Powerbot dauerhaft zu sein. Derzeit gab es keine Möglichkeit, Statuspunkte neu zu verteilen oder zu respezifizieren. Überlege dir jede Verbesserung sorgfältig, um Punkte nicht für unnötige Statuswerte für deinen Spielstil zu verschwenden. Okay, also. HP, Ausdauer und Gewicht. So, Angriff, Verteidigung, Arbeitsgeschwindigkeit. HP, Ausdauer und Gewicht. Dann würde ich halt sagen, machen wir so. HP, Ausdauer, Gewicht. Bestätigen. Zack. So, damit haben wir das schon mal bestätigt. Und dann können wir jetzt halt mal weitergehen hier. So, Lamball. Müssen wir sowieso fürs Tutorial fangen, ne, wenn mich nicht alles täuscht. Lamball müssen wir sowieso fürs Tutorial fangen. Das heißt, da kommen wir gar nicht dran vorbei. Dann machen wir das mal. Dann machen wir das mal. Ein Lamball fehlt uns noch. Da vorne ist ein Lamball. Das können wir uns noch holen. Auf ganz entspannt. Eieiei. Ja, manchmal ist die Performance noch ein bisschen squishy. Aber ist ja nicht so wild. Jo, let's go. Den haben wir auch. Dann sind wir mit den Lamballs schon mal durch. Und
und dann können wir mal ganz kurz gucken hier, weitermachen. Ich glaube, so einen Fuchs könnten wir uns eigentlich auch easy snacken, ne? Machen mal die Karte auf. So, die haben wir ja sogar als Schnellreisepunkte, das ist sehr gut. Ja, so einen Fuchs könnten wir uns eigentlich auch holen, ne? Jetzt gerade sind die aber nicht da, natürlich. Kleine Palseele, okay. So, ich glaube, den Kollegen da haben wir auch noch nicht. Oh, den haben wir. Scheiße. Den haben wir gekillt. Das wollte ich eigentlich nicht. Aber hier, den Foxbug. Haben wir Sphären verschwendet gehabt. Ah, dafür, für den haben wir jetzt gar keinen Platz, ne? Fragil, okay. Und wir haben Hunger. Dann würde ich sagen, let's go. Drücken wir uns da mal ein bisschen was rein. So, mit dem Veteran können wir sprechen. Hey, dich sehe ich hier zum ersten Mal. Du bist wohl von außerhalb. Naja, ich habe kein Problem damit, aber wenn du schon hier gelandet bist, solltest du ein paar Pals fangen. Für die ersten 10 gefangenen Pals an der Spitze bekommst du sogar mehr EXP. Je mehr Pals ein Trainer fängt, desto besser wird er. Hier, das kannst du haben. Hau rein. Ein Bruchstück. Nice Areno. Hier eine Statue der Kraft. Da hinten ist auch ein Ei. Das habe ich auch gesehen. Und das Ei nehmen wir uns natürlich mit. Klar wie Kloßbrühe. So, den Wilderer, den nehmen wir auch mal mit. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal da hinten rein. Wie viele Pfeile haben wir eigentlich noch? 8. Hm. 8 Pfeile ist nicht so viel. Können wir so Pfeile bauen? Nee, ne? Ah, bin ich mal gespannt, was wir jetzt hier noch für Pals finden und so. Aber Palworld ist schon ein cooles Spiel, ne? Es ist cool gemacht. Unabhängig von diesen ganzen Debatten, die jetzt halt existieren zu, was ist geklaut, was ist abgeguckt, whatever. Ihr kennt die ganzen, Boah. Holy moly. Der sieht aber geil aus. Ihr kennt die ganzen Debatten, ne? Finde ich trotzdem, nichtsdestotrotz macht das Spiel schon Spaß. Also, da kann man echt nichts sagen. Da hinten ist übrigens auch ein Ei. Und hier ist eine Palsphäre. Uns direkt mal gönnen. Palsphäre. Und hier ist ein Ei. Das ist ein gewöhnliches. So, und was ich eigentlich suche ist, ich suche eigentlich die, wie heißen die, Fixie oder so? Huch. Hallo? Ich will eigentlich hier runter. Ach shit, wir sind hier jetzt auf so einen blöden Hügel geklettert, ey, wenn wir jetzt hier runterspringen. So, genau, ich suche eigentlich hier so ein Fixie. Damit wir es halt auf der Viehfarm einsetzen können, weil die Fixies suchen, glaube ich, soweit ich weiß, Palsphären und so für dich auf der Viehfarm. Und das ist natürlich mega OP, ne? Das wäre echt schon stark.
So, Goldmütze. Oh, 15 Pfeile. Nice. 15 Pfeile schmecken. Ah, da sind Fixies. Oh mein Gott. Die Wilderer greifen die an. Die Elendigen. So, dann komm mal mit, Kollege. Eben aus dem Socken gehauen. Minderwertige Munition kriegen wir da übrigens. Ja, und der andere von uns, der Kollege. Ah, sehr schön. Aber du willst mir jetzt erzählen, dass das der einzige Fixie war hier. Weit und breit. Oh shit, der hat uns sogar getroffen. So, mit dem Kolben. Gehen wir drauf. Oh shit. Ja, komm. Ja. Oh, nice. Und wenn wir den hier auch nochmal fangen. So, 70%, komm, 82, 91, 100, let's go, sehr schön. Da vorne sind auch nur zwei Cremes. Liv Monk. Ja, aber wir brauchen Fixies. Fixies. Brauchen wir. King Packer, kleines Dorf. Ja, Arschlecken, ne? Irgendwie. Ah, guck mal. Der ist auf jeden Fall nice zum Dingsen. Fangen wir ein, den Bums. Oh, okay. Jetzt muss er aber sitzen. Ah. Ja. Ja, let's go. Oh, sehr schön. Sehr. Wir haben übrigens ungenutzte Statuspunkte. Machen wir mal Gewicht noch ein, höher. Auf ganz entspannt. Okay, Fluag. Ja, wir entfernen uns halt gerade so ein bisschen aus dem Gebiet, glaube ich, wo wir uns aufhalten sollten. Nein. Komm, rein da jetzt. Fluchtbonus sogar. Wir haben sogar Fluchtbonus. Ey.
Jetzt aber, mein Gott. Ja. Jetzt haben wir's. Kleines. Aber wir haben immer noch kein Fixie gefunden. Das ist ein bisschen scheiße. Auf der Suche nach dem Fixie, ja. Das sind wir gerade. Naja, wir müssen weiterlaufen. Irgendwo werden wir schon ein Fixie finden. Dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. So. Oh shit, wir haben nichts mehr. Haben wir keine Pfeile mehr? Ne, wir haben keine Pfeile mehr, krass. So, 63%, let's go. Komm, das war mehr als genug. Ja. Let's go, rein da. Sehr, 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 sehr schön. Aber ich hätte gern ein Fixie. Und aktuell... sieht es nicht da aus, als wenn wir die kriegen. Die Frage ist, dann haben wir überhaupt schon mal eins gesehen? Fixie? Ja, okay, gesehen haben wir es, aber kann auch nicht so selten sein, oder? Capriti, Sparket, Fuag. Da ist eine Palsphäre. Die nehmen wir natürlich immer gerne mit. Was wir halt machen können, ist, wir können noch einmal hier rüber gehen. Einmal hier rüber und dann können wir einfach da hinten rüber gehen. Vielleicht finden wir da Fixies oder so. Hier ist ein Kremis. Ja, aber das bringt uns auch nicht so viel leider. Ein Nightwing, den haben wir da oben. Ja, Foxparks. Und die sind nice zum Holz sammeln, aber ich... befürchte fast, dass wir die nicht kriegen. Aber wir laufen einfach mal weiter. Oh, guck mal, hier ist ein Ei. Sehr, sehr schön. Ja, war ja klar, wie Kloßbrühe immer, dass wir hier keinen Fixie fangen. Oder keins, wir, was heißt fangen? Wir finden keins. Wir haben eins bei den Wilderern gesehen. Aber das haben die Wilderer natürlich direkt weggeprügelt. Die Ehrenlosen. Da waren wir leider nicht schnell genug. Turm des Rain-Syndikats. Ja, Schnellreise freigeschaltet. Wir reisen mal zurück zum Lager.
Und dann können wir immer noch gucken. Über die Schnellreise kommen wir zumindest ja schon mal schnell von Ort zu Ort. Ich würde sagen, wir gehen pennen. Wir gehen pennen, wachen dann wieder auf. Und übrigens haben wir nicht genug Betten, sehe ich gerade. Wir haben nicht genug Betten. Das heißt, da müssen wir... Nein. Ach, Mann. Da müssen wir ein paar Strohbett bauen. So. Kommen ja alle und helfen, die Lieben. So, danke. Kann uns nur der Kollege helfen? Das ist natürlich bitter. Aber egal, geht ja trotzdem ganz schnell. Dann lassen wir uns hier nochmal helfen. Von unserem Lammball. Warum ist unsere Haltstellung eigentlich so komisch? Guck mal, die Haltstellung, die ist so. So, guck der. Hä? Das ist aber richtig ungesund. Das ist aber richtig ungesund, du. Machen wir lieber Scholli. So, 21. Gleich sind wir fertig. So, dann haben wir Pfeile produziert. Was wir halt jetzt noch machen können, ist eigentlich... Haben wir uns mal so einen Steinspeer, ne? Den können wir eh gebrauchen. Pals auf Distanz halten. Das ist nicht schlecht. So, und dann würde ich halt sagen... Den Rest ballern wir dann halt in die Palsphären rein. So, Moment. Wir gucken mal ganz kurz. Zack. Zack. Dein Bogen da oben. So, alter Bogen. Steinerne Spitzhacke und Steinaxt. So, was wir halt brauchen ist, wir brauchen eine neue Kiste. Und zwar brauchen wir die... Ah, wir haben nicht genug Holz, okay. Wir brauchen nämlich eine neue Kiste. Sag mal schnell, die neue Kiste, wofür brauchen wir die? Ach genau, für die Eier. Ich möchte die neue Kiste für die Eier haben, also hier. So, eine Kiste für Eier hin. Alter Bogen. Wir haben, müssen auch was essen. Antikes Bauteil, okay. Kriegen wir denn ein antikes Bauteil her? Ja, hier machen wir erstmal so Special-Sachen rein.
Feuerdrüse, Elektrodüse. Das hier alles rein. Angriff 25. Angriff 35. So, okay. Dann würde ich halt sagen... Ja, können wir entsorgen. Braucht keine Arsch. So, normaler Schild. Und Stoffkleidung. Stoff. Stoffkleidung. Die brauchen wir ja auch. Und das Schild, ne? So, Stoff und Stoffkleidung und das Schild. Aber wir brauchen halt Stoff, ne? So, machen wir zweimal Stoff. So, dann machen wir hier nämlich noch ein bisschen und dann können wir die Folge auch beenden. Aber es macht gerade Bock, ne? Man merkt halt am Palworld auch sehr stark, du kommst halt sehr stark, Mann. Du kommst halt sehr stark in diesen Genuss von, man kann irgendwie nicht aufhören. Man hat so Progress, man will weitermachen, man will, ne, irgendwie weiterkommen und so. Das ist halt schon krass. Holz. So, pass auf, Holz brauchen wir. Holz können wir uns direkt auch mal holen. Und dann können wir uns ein Schild herstellen. Die Frage ist, können wir den benutzen? Können wir den benutzen mit einem Speer zusammen? Oder wie funktioniert das? Weiß ich nämlich nicht. Wie das da funktioniert. Ah, Schilde. Ein mit Hilfe von Paladinstechnik entwickelter mysteriöser Schild. Regeneriert sich automatisch, damit er eine Zeit keinen Schaden nimmt. Ah. Gleiter und Kopf. Warte mal, Technologien. Wir können jetzt auch diesen einfachen Gleitschirm hier bauen. Aber was brauchen wir dafür? Stoff, also zwei Stoff, das können wir machen. Wir brauchen auch dringend eine Viehfarm, ne? Wir brauchen dringend eine Viehfarm. So, let's go. Einfacher Gleitschirm, dann machen wir den nämlich da rein. Dann können wir uns da vielleicht auch ein bisschen schneller fortbewegen. Das heißt, hier kommt mal so langsam Progress in die Bude. Das freut mich sehr. Einfacher Gleitschirm. Let's go. So, Kopf haben wir noch gar nichts. Nahrung. So. Und dann die Statue der Kraft. Eine Viehfarm. Viehfarm, Holz und Fasern. Also eine Viehfarm sollten wir uns auf jeden Fall bauen. Das mache ich jetzt auch mal, denke ich. Das machen wir noch. Genau, eine Viehfarm... sollten wir schon noch bauen. So, Viehfarm. Die Frage ist, wo machen wir das hin? Weil das ist schon so ein bisschen... größeres Ding. Ich glaube, der will das hier nicht so richtig hinplatzieren, weil das hier alles hier liegt und steht. Die Bäume. Die Bäume, die Bäume.
Hier einmal alles rein, zack. Dann können wir das hier noch wegklatschen, dann kann die Viehfarm ja vielleicht da auf den Berg. So, einmal warten. Kriegen wir aber nämlich auch jetzt ein bisschen Holz, ne? Das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Ah, Waffenbruch, scheiße. Müssen die Waffe reparieren. Einmal reparieren, da auch reparieren. Let's go. Ein Waffenbruch ist nicht so lustig. So, und dann würde ich sagen, können wir jetzt aber die Viehfarm hier hinsetzen. Ich wollte gerade sagen, helft mal alle mit hier, Kollegen. 38 Sekunden. Wann lebt der Lachs hier? Ja klar, die Bauzeiten, das dauert natürlich ein bisschen, aber dafür die Skillpunkte zu verschwenden, haben wahrscheinlich viele schon recht. Das lohnt sich, glaube ich, nicht so sehr. Um ehrlich zu sein, aber... Mal schauen, wir sind hier auf jeden Fall fleißig am Bauen. So, die bleiben uns hier treu, die bauen mit. Und dann... Yes, sehr schön, dann ist die Viehfarm... Ist die Viehfarm fertig. Ach, guck mal, weidet. Der weidet hier schon. Übrigens, Pal Box. So, die sind nämlich... Tauschen wir die auf jeden Fall aus. Die beiden hier, zack. Ah, guck mal, der farmt nämlich auch Holz. Der Liffmunk. Ist der eigentlich gar nicht so verkehrt. Der bewässert hilft. Keine Ahnung, was dieses Eis ist. Aber wir haben halt leider, leider Gottes kein Fixie, ne? Aber wir können einmal so machen, so machen, so machen. Und so machen. Dann können wir den Wilderer noch mitnehmen. Und dann sollte das, denke ich, erstmal passen. Dann sind wir doch jetzt an sich relativ gut aufgestellt. Zumindest fürs Erste. Den Palsaft können wir übrigens rausholen. Die, ich glaube, das hier auch. Ich weiß auch gar nicht, warum die... das hier drin lassen. Ja, die Beerensamen können wir auch erstmal drin lassen, aber ich glaube nicht, dass wir die brauchen werden. Genau wie das hier. Der Palsaft, der kann hier rüber. Ja. Der kann hier rüber und das andere... Können wir uns hier eine Truhe bauen. So,
So, dann kann dann... Ja, Gold kann hier rein. Munition. Ja. Das war es, glaube ich, erstmal. Und wie gesagt, Leder. Leder und Wolle und sowas würde ich hier... würde ich mal hier reinpacken. Leder und Wolle, Wolle, Leder. Kann da rein. So, und dann haben wir hier. Haben wir hier die Bärensamen rein. Keine Ahnung. So, zack. Und dann können wir mal eben kurz noch was ausprobieren. Und zwar können wir hier so einen Sattel. Können wir den jetzt so bauen oder können wir den nur hier bauen? Wohin will der? Wie kann ich den Scheiß herstellen? Vielleicht müssen wir uns das am nächsten MX hier. Rushor Sattel. Ja, aber den habe ich ja gar nicht. Wo ist denn der Sattel? Ich habe keinen Sattel. Wir garantiert mit der Ausrüstungswerkbank Stoff, 2 Stück. Garantiert mit der Ausrüstungswerkbank können wir den nehmen. So, einmal Stoff. Nochmal Stoff. Ausrüstungswerkbank. So. Hier arbeiten sie jetzt alle dran. Sehr nice. So, guck mal, dann können wir hier Produktion beginnen. Können wir den Sattel herstellen. Und dann können wir, glaube ich, sogar auf Rushor schon reiten. Und ja, jetzt sind wir viel, viel länger in der Aufnahme, als ich ursprünglich wollte. Das ist ein bisschen mies. So lange wollte ich mich eigentlich gar nicht hier zocken. Also doch, will ich schon, aber die Aufnahme ist dadurch halt viel zu lang. Deswegen machen wir den Sattel noch fertig und dann beenden wir die Aufnahme erstmal, meine Freunde. Einmal den Sattel fertig machen. So, und dann würde ich sagen, belassen wir es auch erstmal an der Stelle. Und ja, in dem Sinne, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Freut mich sehr, dass ihr dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, dann natürlich gerne einen Daumen nach oben, ein Abo dalassen. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut da rein, euer Zerranos. Ciao, ciao.